Leute, nicht vergessen, morgen um 17 Uhr erscheint das brandneue Dragon Ball Super Manga Kapitel auf der Manga Plus App oder Webseite. Ich habe es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn Manga Plus ist eine legale und offizielle Webseite, auf der ihr es kostenlos lesen könnt. Deswegen Leute, checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Und Samstag gibt es dann den Chapter Stream. Am Donnerstag habe ich leider keine Zeit, da ich arbeite, aber Samstag können wir easy über das Chapter quatschen. Aber auch jetzt gibt es was zu bereden, denn vor dem Chapter-Release werden ja immer Spoiler geleakt. Und dieses Mal hat Vegeta ein Statement abgegeben, worüber wir natürlich sprechen werden. Ich habe ja schon vor ein paar Tagen ein Spoiler-Video gemacht, in dem Vegeta komische Sachen gesagt hat. Und in diesem Chapter, also gerade als man dachte, dass Toyotaro die Meditationsszene korrigiert hat, verkackt er es mit Vegeta. Und das nervt ehrlich gesagt. Es ist zwar was Kleines, aber dennoch sehr Bedeutendes. Also erstmal ein wenig allgemein zum Kapitel. Wir sehen Chilai und Limo auf dem Planeten von Beerus und natürlich auch wie Beerus Chilai anstarrt und sie natürlich süß findet. Also alles ist genau wie im Film. Auch der Kampf von Vegeta und Son Goku findet wie im Film genauso statt. Und man merkt richtig, wie Broly diesen Kampf genießt. Er findet diesen Kampf sehr spannend und freut sich, dass er sowas sehen darf. Danach erweckt Shenlong das Potenzial von Piccolo. Danach schleicht sich Piccolo wieder auf das Hauptquartier der Red Ribbon Armee und möchte mit diesen einen Typen Pan entführen und dann endet das Chapter. Also das Kapitel geht bis zur 50. Minute. Das heißt, die Hälfte des Films wäre schon mal erledigt. Wir kennen ja alle den Film, viel kann man leider dazu nicht mehr sagen. Aber zu was man auf jeden Fall was sagen kann, ist zu Vegetas Statement. Also Vegeta hat ja Son Goku gefragt, was eigentlich der Unterschied zu den Typen wäre, gegen die Vegeta verloren hat. Also die Rede ist von Jiren, Broly, Moro, Gas und Freezer. Son Goku sagte dann zu ihm, dass er halt härter trainieren soll. Doch Vegeta meinte zu Son Goku, dass sie ihre Körper bereits bis an ihren Grenzen trainiert hätten. Die haben mittlerweile so weit trainiert, dass die anderen nur noch einen Schritt über sie sind. Und obwohl Son Goku und Vegeta mittlerweile ihre Kraft anders nutzen, verschwenden sie immer noch viel zu viel Kraft. Um 100% ihrer Kraft freizusetzen, müssen sie ihren Körper und Geist entspannen, während sie nicht am Angreifen sind. Wenn man von Null aus angreift, kann der Gegner die Bewegung nicht vorhersehen und das sorgt für eine große Kraft und schont dabei die Ausdauer. Und anscheinend konnten die Gegner es tun, aber nicht Vegeta, deswegen trainiert er erstmal mental. Und genau diese Aussage halte ich für Bullshit, denn irgendwie wirkt es so, als ob Son Goku davon keine Ahnung hätte. Ich meine, Whis und Mirus haben ihm genau das beigebracht, also Son Goku weiß das und irgendwie lassen die ihn einfach wie ein Dumbo wirken, um Vegeta dann gegenüber ihn schlauer wirken zu lassen. Keine Ahnung, was die Scheiße eigentlich soll. Und außerdem hat er auch gegen Moro gezeigt, wie sehr er seinen Körper relaxen kann. Deswegen war er im gemeisterten Ultra-Instinkt Moro haushoch überlegen. Aber was natürlich noch sehr merkwürdig ist, dass alle bis auf Jiren gar nicht so waren, wie Vegeta sie beschrieben hat. Deswegen ist die einzige Erklärung für mich, dass Vegeta es nicht besser weiß und er sich vielleicht sowas einredet, statt zuzugeben, dass er einfach schwächer war als seine Gegner. Und dass sie ihre Limits erreicht haben, halte ich natürlich auch für Blödsinn, denn es war immer wieder Vegeta, der gesagt hat, dass die Saiyans keine Limits haben und das in Dragon Ball Super. Deswegen hoffe ich einfach nur, dass Vegeta das ein wenig anders meint, denn auch wenn er es nur auf Kraft bezieht, könnte ich das nicht nachvollziehen, denn als ob Son Goku und Vegeta nicht noch stärker werden können, also was reine Kraft betrifft. Vielleicht meint er ja auch, dass es einfach nicht mehr so viel bringen würde, ich weiß es nicht, oder vielleicht liegt es am Alter, obwohl, ja, eigentlich Saiyans bis sie 80 werden jung bleiben. Keine Ahnung, was Vegeta damit meinte. Das macht einfach keinen Sinn. Genauso wie die Aussage, dass Broly einer wäre, der seine Kraft zu 100% nutzen würde. Klar, er rastete 100% aus, aber er nutzte definitiv niemals 100% seiner Kräfte effektiv. Genau wie die anderen. Nur Jiren war wirklich einer, der auf den Art von Typen zutrifft, den Vegeta beschrieben hat. Sonst keiner von denen, nicht mal Freezer, auch wenn er natürlich ein wenig Ahnung von Meditation hat. Ansonsten gibt es da ehrlich gesagt nicht mehr viel zu sagen. Über alles weitere sprechen wir dann am Samstag. Ich freue mich schon auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.